Einen wunderschönen guten Morgen, und Friends! Wir kommen hier aus Bora Bora. Nicht ganz, wir sind immer noch auf den Malediven, aber wir hatten eine fantastische, aber auch extrem lange Anreise hinter uns. Wir haben das South Area Atoll gestern verlassen mit einem Seaplane, mit einem Domestic Flight, mit Speedbooten. Wir haben das komplette Programm durchgemacht an Transportgütern hier auf den Malediven und sind jetzt endlich angekommen in Ra Atoll. Und zwar sind wir heute im Heritans. Und das ist so schön. Es war auf jeden Fall die lange Anreise wert. Genau. Und wir zeigen euch heute in einer kleinen Resort-Review, wie das Heritans Ara sich macht, wie es sich schlägt, was ihr zu bieten bekommt. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Wie immer, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Let's go! Starten wir mit der Roomtour. Und zwar haben wir die kleinste Kategorie hier im Heritans. Das ist die Beach Villa. Aber kleinster heißt nicht direkt schlechteste, denn ich finde, die Beach Villa hat einen riesengroßen Spielplatz. Also du hast hier einen riesengroßen Strandabschnitt für dich selber. Und wenn wir uns hier kurz umdrehen, dann sind die Beachvillen so ein bisschen zurückgesetzt. Das heißt, man hat hier so ein bisschen Privatsphäre, kann hier trotzdem nach vorne laufen und hat hier einfach einen riesengroßen natürlichen Pool. Das ist echt mega. Dazu gehören zwei eigene Sonnenliegen mit Sonnenschirm und kannst du einfach morgens hinschillen, Käffchen genießen oder sonstiges. Aber wir gehen jetzt mal kurz rein. Vorher natürlich einmal kurz Füße abwaschen. Das finde ich immer richtig geil auf den Maldiven. Dann trägst du nämlich gar keinen Sand rein. Das sieht auch in jeder Unterkunft immer ein bisschen anders aus. So, dann zeige ich euch noch mal kurz unseren Außenbereich. Wir haben hier eine Chill-Möglichkeit, ein Lounge-Sessel. Vorne haben wir hier zwei Stühle, wo man sich morgens gemütlich seinen Kaffee trinken kann. Und wenn ihr ein bisschen privater sein wollt und trotzdem die Sonne genießen möchtet, weg vom Strand, dann habt ihr hier vorne links auch nochmal zwei Sonnenliegen, wo ihr euch gemütlich hinsetzen könnt und Privatsphäre genießen könnt. Und jetzt gehen wir mal kurz rein. Ready? Let's go! Room Tour! Welcome to my crib! Ey, mega schöne Einrichtung. Es ist sehr, sehr geräumig und ich muss auch sagen, ich finde auch diesen Einrichtungsstil irgendwie cool, weil es so ein bisschen so diesen Kenia-Safari-Namibia-Touch hat, aufgrund des dunklen Holzes und den weißen Akzenten. Bett auch mega bequem, wir haben eine Nacht bisher drin geschlafen und es war richtig traumhaft, vor allem wenn du nach draußen schaust und einfach diesen indischen Ozean vor dir hast, das ist wirklich traumhaft und vor allem auch so ein bisschen Privatsphäre durch diese Mangroven, die einen so ein bisschen zuwachsen. Was ich mega schön finde, sind auch diese kleinen Akzente, also die Towels oder die Handtücher finde ich richtig traumhaft, die sind so richtig edel und generell die Einrichtung ist sehr exquisit, sag ich mal. Ne? Wir haben hier zum Beispiel, wenn wir uns umdrehen, eine Marshall Box, da kann man sich mit Bluetooth connecten und einfach seine eigene Musik spielen, wenn man möchte, eine kleine eigene Beach Party machen. Ne? Oder wenn du Bock hast, kannst du auch die nächste Folge Witcher gucken. Wir sind gerade richtig im Bann, ne? Also absolut. Ich muss sagen, erste Staffel war richtig brutal, zweite ist wesentlich besser, aber wir suchten das auf jeden Fall auch jeden Abend. Oh, wir sind jetzt bei der zweiten Folge, ich hoffe, es wird nicht so brutal. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja, und an sich haben wir noch ein kleines Welcome-Gift erhalten gestern Abend und zwar frische Früchte. Wir haben eine Papitaya, Drachenfrucht, und den Rest kennt ihr ja bereits, wobei die hier, die sagen mir nichts. Ah, die hier. Die haben wir das letzte Mal auf Madeira gesehen. Mangostin. So ein bisschen wie Litchi. Super lieb auf jeden Fall. Und kommen wir mal zum wichtigsten Part der Roomtour. Natürlich die Minibar. Wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt ein All-Inclusive-Paket dazu gebucht. Das heißt, wir haben alles inklusive. Es wird alles wieder aufgefüllt, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und dazu gehört zum Beispiel dieser Prosecco, den wir uns gestern schon aufgemacht haben. Als Willkommensgeschenk bekommt ihr eine Flasche Prosecco umsonst. Die weiteren Flaschen Prosecco müsst ihr dann bezahlen. Aber an den Bars gibt es zum Beispiel auch hauseigenen Champagner, den ihr euch bestellen könnt, der auch inklusive ist. Inklusive sind zum Beispiel auch Spirituosen. Ihr könnt wählen zwischen Gin, Wodka, Whisky, Rum. Die werden auch täglich aufgefüllt. Sobald ihr die angeknackst habt oder ausgetrunken habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr
für den nächsten Abend wieder volle Flaschen habt. Und dann haben wir hier eine kleine Minibar. Wir haben Bier, Bavaria aus Holland, glaube ich. Dann haben wir hier Schokis, also als Snacks. Und jede Menge Softdrinks zum Mischen von Cocktails oder einfach so genießen. Ein paar Säfte. Und dann haben wir auch noch Milch, zum Beispiel für den Kaffee morgens. Und eine Flasche Weißwein, als auch eine Flasche Rotwein, die jeden Tag aufgefüllt werden. Mit dabei haben wir auch noch eine kleine Nespresso-Kapselmaschine mit Milchaufschäumer. Finde ich richtig gut, vor allem warme Milch, mega gut. Wir können auch uns einen Tee machen. Und das war eigentlich auch schon alles an Kleinigkeiten von der Minibar. Wobei noch, nee, wir haben noch Snacks. Snacks, oder? Aha, Cashewnüsse in salzig und einmal, glaube ich, in süß. Und was haben wir hier noch alles? Achso, hier ist unser Tee. Flaschenöffner, alles am Start. Hier unten Sockenschublade, alles leer. Auf jeden Fall haben wir hier noch die Möglichkeit, uns ein bisschen arbeitstechnisch auszubreiten. Ich habe gestern schon ein paar E-Mails noch beantwortet und außerdem haben wir neuen Schmuck erhalten und den habe ich hier nach auf die Malediven bestellt und es hat alles auch wunderbar und reibungslos geklappt. Der Schmuck hat für auf uns eine Woche gewartet. Das heißt, die ersten Samples. Und das seht ihr dann im Laufe der Videos. Hier können wir unsere Koffer abstellen, Leute. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lange. Klar, hier haben wir noch eine kleine Garderobe. Laundry Service ist auch drin, ist aber bezahlt. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Stellas Highlight. Und zwar das Badezimmer. Soll ich wieder übernehmen? Yes. Oh, Stella, schieß los! Ja, das ist unsere Schiebetür. Ich muss die wirklich erwähnen, weil ich liebe das, wenn man so riesen Spiegel hat. Und zwar ist die von beiden Seiten mit einem Spiegel. Von dieser Seite, wenn man die Türe schließt, komm mal rein. Und wenn man die von der Seite schließt, finde ich wirklich total cool. Dann kann man sein komplettes Outfit sehen. Ja, und ich muss auch sagen, das macht den Raum auch ziemlich größer. Genau, ne? Das ist richtig schön. Und wir fangen wieder an. Ich würde sagen, wir sind in einem Spa gelandet. Und zwar ist das unsere Riesenbadewanne. Da haben wir auch eine super schöne Aussicht mitten auf den Ozean. Und dann geht's weiter. Wieder ein großzügiger Spiegel. Vergrößerungsspiegel ist auch noch am Start. Und zwei Waschbecken. Und dann warte, ich mach mal vielleicht sogar das Licht direkt an. Dann sieht man das alles noch ein bisschen heller. Aha, guck mal. Wow-Effekt. Ja, also hier ist eine separate, andere Seite, separate Toilette. Aber das ist wirklich schön mit dem Perlmutt, ne? Finde ich auch. Das finde ich total cool, so kleine Details. Ja. Dann haben wir hier eine Indoor-Dusche. Aber wer braucht eine Indoor-Dusche? Eine Outdoor-Regeldusche. Schaut euch das mal an. Und eigentlich ist das gesamte Badezimmer komplett offen. Ihr könnt das hier etwas verdecken. Ich glaube, wenn es noch regnet oder so, ist das ja, es gibt halt so eine Fernbedienung und da kannst du das drüber steuern und dann können wir sagen, Stella, bleibt jetzt einfach draußen. Nein, Spaß. Aber ihr könnt das zum Beispiel hier einfach wieder ganz normal runterfahren und wenn es regnet, dann seid ihr geschützt. Oder wenn ihr sagt, nö, abends wollen wir jetzt irgendwie keine Besucher haben, dann... wobei, eigentlich muss man ja auch sagen, weil es ist immer meistens so die Frage von euch, ob da irgendwie Ungeziefer reinkommt, wenn das irgendwie so eine Outdoor-Area ist und eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt bisher keine Besucher. Kann natürlich mal sein, dass sich der ein oder andere Gecko eventuell verirrt, aber eher unwahrscheinlich, Leute. Freunde, und wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Unterkünften, schießt gerne los, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich versuche natürlich immer alles zu beantworten. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ein bisschen hungrig, deswegen geht es jetzt erstmal zum Frühstück. Bis gleich. Und unterstützt wurde das Video freundlicherweise von Schau ins Land reisen. Ihr könnt euren Urlaub auch dort buchen. Es müssen nicht zwingend die Malediven sein, aber dieses Resort findet ihr auch dort auf jeden Fall. Ihr könnt euch gerne bei einem der Berater auch nochmal melden, euch ein kleines Angebot erstellen lassen und euch bezüglich der Malediven beraten lassen. Denn jedes Atoll hat etwas Einzigartiges zu bieten und vor allem auch jedes Resort bietet jedem anderen so ein bisschen die Möglichkeit. Wir mögen nämlich eine tolle Kombination zwischen Kultur und Essen und natürlich die Möglichkeit, hier auch die Unterwasserwelt zu sehen. Für euch kann es natürlich auch was anderes sein, wie zum Beispiel Aktivitäten, irgendwelche Shows oder sonstiges. Das könnt ihr alles bei einem der Reiseberater von Schau ins Land erfragen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. We'll be right back.
Im Heritage Hour sticht eine Sache vor allem besonders heraus, und zwar ist es das Essen. Es gibt, glaube ich, insgesamt auf der Insel 6 Restaurants, und in jedem einzelnen Restaurant wird das Essen frisch zubereitet, mit sehr viel Liebe vor allem zubereitet und einfach sehr viel Leidenschaft. Das merkt man in jedem einzelnen Gericht, ob man selbst sich am Buffet ernährt, mittags oder zum Frühstück. Aber auch im Kaffee spiegelt sich das wieder und auch in der Weinkarte. Es gibt so viele verschiedene Weine, dass ihr, wenn ihr 10 Tage dort Urlaub macht, immer noch nicht alle Weine probiert habt. Es ist wirklich eines der absoluten Highlights und kann es wirklich nur unterstreichen, für Leute, die sehr kulinarisch sich verwöhnen lassen möchten, kann ich dieses Hotel extremst empfehlen. Es war für uns eines der Hotels, wo wir das beste Essen je zuvor genossen haben. So guys, today we are in Ra Atoll with Turi and my other friend. What's your name? Pablo. Pablo Escobar. Nice. And we changed the atoll. So we came from Digura, which is in the South Ari Atoll, known for whale sharks. And I wanted to see mantas. And today I met Turi. He took me out. And what are we going to see today? Mantas. Mantas, really nice. So there are like 3 different spots, you told me? Yep. Which are different in what type? There are 3 different spots which we go. One is cleaning stations. The other ones are like the other two is like the feeding stations. Cleaning stations are like a big pile of rocks which has a lot of rust, and mantas come on top of it to clean their bodies. And the feeding stations are where we get a lot of planktons, and mantas come into the surface to feed on the planktons. That's amazing. So I would say, let's not further to do, let's jump into the water. Welcome to Maldives, welcome to paradise on earth. So Turi, what a pleasure it was to snorkel with the mantas. We saw 7 of them, which was absolutely insane. Visibility was a little bit so-so, but it was an absolute nice experience. So if you ever come to Heritage Hour, you should book a tour with Turi and do a little snorkel in the morning. But actually you told me that we were not the luckiest because there are many more mantas here in Ra Atoll, right? Yep. There are different locations which we see mantas. Today we come across around 7 of them. Sometimes we have been seeing like 20 or plus or so. Wow, 20? No way. Like in the same spot? In the same spot. That's amazing. And you told me about one bay that is like packed full of mantas. So what is it called? It's called Hanifa Bay. It's actually in Ba Atoll, which we arrange trip from here. It will take around 45 minutes to reach there. And it's actually one of the kind in the world that mantas gather in huge numbers. Huge numbers means like hundreds, 200s plus. Are you joking? That 200 mantas? Did you hear that? And I thought it's not possible. They're joking with me or telling some kind of fairy tales, some stories. But then he showed me the footage, like with a drone or something, and there's like even whale sharks. Yeah. Even whale sharks also. Damn, Turi, we're staying here for a few days, but I need to come back to the Ra Atoll. These guys making fun of us. I have to come back to this atoll, yep. And then we do a trip together. A little barbecue on the beach. Yep. What do you think? It will be very good. Yeah, I would think so as well. The thing is, each human being have their own fingerprint, just like the mantas have their own fingerprint, which is the spots in their belly, which will differ from each manta to manta. So you can also take a picture of the belly. There is an organization called Manta Trust, submit to them. They have registered at more than 5,000 mantas from the Maldives. They have their database, each manta they have given name and where they have seen it, where they have traveled. So if it's in their database, they will provide you all the information about it. If it's not in their database, it's you will be getting lucky because you will be given chance to name one of the mantas. No way. And you've been lucky once? Once, yeah. Amazing. Recently, in last year, September. Okay, and how did you name it? I actually named it after my son. It's called Zug. Zug? Yeah. Nice, amazing. And it's here from this atoll as well? Actually, yeah.
from here in this set of one of actually it is a younger one, really yeah. small one. Amazing. Yes, oh, lucky guy. Hopefully we'll find some mantas in a year or two when we come back to the Maldives and name it as well. After our little son, our little baby. Man, thank you so much. It was a pleasure to be here, to enjoy this little snorkel, and thank you for the interview, man. And also, I have one question to every human I meet right now. So, what is your biggest dream to achieve? Maybe you can say something. That's a tough question. Yeah, just a little tough and spontaneous question. The biggest dream, actually, I have achieved. To visit these places. That's amazing. To visit the mantas, to visit the underwater world, to see the nature by my eyes. That's what I always dream of. That's amazing. So you're actually living in paradise. Exactly. Thank you so much for everything. See you in maybe 1 year. So Freunde, im Heritage findet ihr zwei große Pools. Und zwar einmal hier diesen riesengroßen Infinity Pool direkt über dem Ozean gebaut. Und hier gibt es auch noch eine hauseigene Poolbar. An der Poolbar, die Stella muss euch die mal zeigen, weil das ist ihr schönes Highlight, oder? So schöne Schaukeln hier. Guck mal. Wie schaut das bitte aus? Wir haben schon gedacht, hier können wir perfekt Fotos machen für unsere neue Getaway Club Collection. Und zwar meine Palm Tree Collection. Endlich kann ich euch die zeigen. Schaut mal, das ist mein Ring mit zwei kleinen Palmen. Und ich finde, an welchen Ort passt der besser als auf die Malediven? Auf jeden Fall. Und meine Palm Tree Necklace. Ich liebe die. Ich habe mich extra für eine etwas größere Palme entschieden. Und ihr könnt die Größen verstellt tragen. Jetzt bei dem weiten Ausschnitt fand ich es ganz schön, die so ein bisschen enger zu tragen. Also etwas kürzer. Ich zeige euch das aber auch nochmal in einem anderen T-Shirt. Ich muss auch sagen, mit deiner Flower Crown sieht es hier so ein bisschen aus wie Französisch-Polynesien, oder? Oh, Bora Bora. Bora Bora. Ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, können wir für euch mal irgendwann die Tropenexperten machen und vielleicht nochmal Französisch-Polynesien vorstellen. Also ich wäre auch gar nicht von davon abgeneigt. Und wir nehmen uns jetzt einen kleinen Drink. Stella hat sich gerade ein Prosecco bestellt. Für mich gibt es einen Margarita und wir sehen uns gleich beim nächsten Pool. Wir haben schon zu Beginn des Videos angekündigt, dass wir unsere neuen Schmuckstücke auf die Maldiven liefern lassen haben, um sie für euch zu testen. Und ihr bekommt sie jetzt endlich auch bei uns im Shop unter www.getawayclub.com oder auch unten in der Infobox direkt verlinkt. Die Schmuckstücke sind aus echtem purem Silber und die goldene Kollektion ist auch noch mit 14 Karat vergoldet. Und das bedeutet für euch, dass die absolut wasserresistent sind. Ich finde, wir haben mal wieder tolle Arbeit geleistet und einfach eine Kollektion gelauncht, die wirklich Urlaubsfeelings verbreitet. Und wenn ihr vielleicht auf der Suche seid nach einem Geschenk für jemanden, der reisebegeistert ist, dann schaut doch gerne bei uns im Shop vorbei. Ihr findet Travel Guides, also Reiseführer für verschiedenste Destinationen und weitere Accessoires, die fürs Reisen einfach stehen. Und deswegen laden wir uns herzlich dazu ein, unseren Shop zu besuchen. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit dem Video. Ja, Friends, heute ist es auf jeden Fall extrem schwül. Deswegen so ein kühler Margarita nachmittags, der schadet auf jeden Fall nicht. Und die Idee mit French Polynesia finde ich eigentlich ganz cool. Ich wollte eh nochmal dahin. Allerdings ist das natürlich auch eine riesengroße Reise. Aber ich habe da was im Ausblick. Deswegen, wenn ihr Lust drauf habt auf so eine Reiseserie durch französisch Polynesien, sagt uns mal gerne Bescheid. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch mitzunehmen. Was wir an dem Heritage Ara so besonders fanden, war, dass es hier sogar eines der ersten maledivischen Dörfer gibt. Und da schauen wir mal kurz zusammen rein. Man geht hier einmal durch so einen Wald und dann wird hier einem alles schon mal erklärt. Die Maledivianer, die Dwelis heißen die, glaube ich, sind auch immer barfuß unterwegs gewesen. Und hier ist so ein kleines Setup aufgebaut, wie sie zum Beispiel früher gewohnt haben. Und da gehen wir mal kurz durch. Schaut euch das mal an. Wow. Hier vorne findet ihr zum Beispiel eine maledivische Urschule mit einer Tafel. Hier ist nochmal alles erklärt, wie die zum Beispiel Kokosnüsse gerieben haben. Es gibt hier sogar zum Beispiel auch einen Brunnen vorne. Weil auf den Maldiven ist es natürlich sehr, sehr schwierig, an Wasser zu kommen. Und das haben die sich hier zum Beispiel aufgespart durch Regenwasser. Denn man ist zwar umgeben von Wasser, aber weit, weit weg von Trinkwasser. Und deswegen gibt es ja auch solche zum Beispiel Regenwasserbrunnen, die verschlossen sind, damit da keine Tiere reinfallen. Und so sieht zum Beispiel eine maledivianische, echte Urhütte aus, wo die früher gewohnt haben und gelebt haben. Ziemlich dunkel das Ganze, aber so muss das nämlich auch sein, wenn man sich ein bisschen vor der Sonne schützen möchte. Und hier vorne ist sogar noch eine kleine Gedenktafel.
mit Fotos, wie die Malediven früher aussahen bis heute. Das finde ich auch richtig schön gemacht. Das hier, meine Freunde, ist übrigens eine Steinwand, die aus Korallen gemacht wurde. Ihr habt es vielleicht schon in einem meiner letzten Vlogs gesehen, als wir auf einer der Local Islands unterwegs waren. Da habe ich euch das auch schon mal erklärt. Das ist nämlich das Baumaterial der Malediven gewesen früher. Jetzt ist es mittlerweile verboten, Korallen zu nutzen. Das sind aber auch keine echten, also das sind keine lebenden Korallen gewesen, sondern verstorbene Korallen, die die hierfür benutzt haben, um solche Häuser hier zu bauen. Aber voll interessant, das Ganze mal zu sehen. Wir wollen euch ja noch eine weitere Zimmerkategorie vorstellen, und zwar ist es einmal die Ocean Suite. Die gehört zu den Premium-Unterkünften hier im Heritage Ara. Aber schaut mal her, ihr habt ein riesengroßes Haus, nur für euch alleine. Ihr könnt euch übrigens auch ein Suiten-Upgrade buchen für 4 Nächte. Das kostet dann, glaube ich, um die 1000 Euro extra, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Aber was alles inbegriffen ist, das zeige ich euch jetzt. Wir haben nämlich einmal kleinen Schuh-Garderobenraum. Ja, so einen kleinen Flur, ne? Ja, so einen Eingangsbereich. Ein kleiner Flur. Und man kommt direkt durch zum hauseigenen Wohnzimmer. Schaut euch das mal an, wie crazy das ist. Und hier vorne könnt ihr euch zum Beispiel hinstellen, einen kleinen Sekt genießen. Wir haben hier sogar einen kleinen Sektempfang bekommen. Und wenn du mal rausschaust, hier ist das absolute Highlight, und zwar ein Glasboden. Da kannst du abends, weil es unten beleuchtet ist, schön nochmal einen Sekt genießen oder einen Cocktail schlürfen und unten einfach die Fische zu beobachten, ohne rauszugehen im klimatisierten Raum. Das ist echt absolut fantastisch. Mit dabei ist natürlich auch wieder Fernsehen mit Netflix, eine Bluetooth-Box, wie auch in den anderen Unterkünften, die ihr mit eurem Device verbinden könnt. Vorne habt ihr noch so einen kleinen Schreibtisch, um ein bisschen zu arbeiten. Habe ich jetzt hier eher seltener benutzt, aber man kann es, wenn man möchte. Und dann kommen wir mal noch kurz hier rein. Hier ist nämlich ein ganz besonderes Highlight. Ihr habt nämlich so eine kleine Art Küchenzeile, wo euch der Roomservice Snacks und andere Besonderheiten zubereiten kann. Ihr habt hier eine Kaffeemaschine. Das hier ist komplett inklusive, das heißt auch die Minibar. Und die Minibar besteht unter anderem aus 16 verschiedenen Weinsorten. Aus aller Welt, aus Frankreich, aus Spanien, aus den USA. Und der Roomservice füllt die Minibar hier in der Suite 2-mal am Tag kostenlos nach. Krass, ich weiß gar nicht, wer so viel trinken kann am Tag, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Wettkämpfer, der mitstreiten möchte. Ansonsten habt ihr noch einen riesengroßen Kühlschrank, wo ihr alles aufbewahren könnt. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie das Floating Breakfast bucht und nicht alles essen möchtet, dann könnt ihr das hier aufbewahren. Und ja, dann habt ihr hier noch ein bisschen Stauraum, was ist auf jeden Fall schon mal richtig heftig. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Ja, erzähl. Und zwar ist das Floating Breakfast ja nicht inklusive, aber Room Service. Und hier ist eine separate Tür, das heißt, der Staff würde dann hier reinkommen und ihr könnt ungestört da weiter chillen und euch Essen zubereiten. Das finde ich ist echt. Das ist echt der Hammer. Und das ist inklusive, ja, in der Ocean Suite. Das ist krass. Also ihr habt auf jeden Fall ein bisschen was für euer Geld, was ihr noch zusätzlich ausgeben könnt, was ihr zusätzlich ausgebt. Ich würde sagen, das ist eine tolle Option, wenn ihr gerade Honeymoon macht und etwas euch gönnen möchtet. Wenn ihr eh schon 7 Tage noch da auf der Insel seid, vielleicht so mal ein i-Tüpfelchen draufsetzen. Ella zeigt euch jetzt ihr eigenes Highlight. Ich finde es so schön. Ähnlich wie in der Beachvilla habt ihr wieder die Türen mit einem Ganzkörperspiegel. Und das ist unser Spa-Bereich, unser Badezimmer mit einer wunderschönen freistehenden Badewanne. Ihr könnt ja die Rollos hochmachen, dann kommt ihr einen kompletten Ausblick auf den Indischen Ozean. Und von hier aus kommt ihr auch nach draußen auf die Terrasse. Also das heißt, ihr könnt das hier, es ist komplett lichtdurchflutet. Und jeder hat seinen eigenen Waschtisch mit Spiegel, Vergrößerungsspiegel. Hier ist eine separate Toilette. Und eine Dusche, die ist ähnlich wie in der Beachvilla, eine Regendusche, und ihr habt wieder alles da, von Shampoo bis Conditioner und Duschgel. Es ist wirklich der Traum. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch genau dieselbe Option eröffnen wie in der Beachvilla, und zwar komplett einen freien Duschbereich kreieren und beide Fensterelemente aufmachen und dann einfach die frische Luft von draußen genießen beim Duschen. Oder beim Baden hier vorne. Ja, genau.
somit nicht genug, denn wo ist eigentlich das Schlafzimmer? Und das Schlafzimmer befindet sich im ersten Stock oben, denn die Ocean Suite hat nämlich einen eigenen Treppenzugang und da könnt ihr einmal nach oben schauen zum Master Bedroom. Das ist echt heftig. Ich habe noch nie so eine krasse Villa auf den Malediven gesehen, die zweietagig ist, aber es ist echt der absolute Knaller. Stella zeigt euch jetzt mal kurz unseren Schlafbereich. Schön ist das mit der Riesenlampe. Das ist ja Hammer, oder? Es ist so geräumig, ne? Hier ist unser Master Bedroom. So, hier ist unser Master Bedroom. Und mit einfach nur der flauschigsten Bettwäsche. Das finde ich ist wirklich ein Highlight. Ja. Hier auf den Malediven hat man immer so kuschelige Decken. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn man nur so Laken hat. Ja, hier habt ihr einen großen Fernseher und noch eine Musikbox. Hammer, oder? Und was ich total schön finde, gerade als Patrick noch gefrühstückt hat, habe ich hier vom Balkon zugeguckt. Und man kann richtig weit auf den Ozean schauen. Genau, du hast hier nämlich eine Aussicht einmal auf den Pool und auf den Ozean. Und das ist echt absolut genial. Also sowas habe ich selten erlebt auf den Malediven. Echt der absolute Knaller, oder? Romeo und Julia Balkon. Traumhaft. Und wir sind noch nicht fertig, denn es gibt oben auch noch mal eine Duschkabine. Schaut euch das mal an. Ein Duschkabinchen. Ihr habt, ich weiß nicht, das ist eine Dusche für 5 Leute. Ja, ihr habt nämlich noch mal einmal Bad en Suite und müsst nicht dafür runtergehen, sondern könnt einfach hier morgens duschen, euch frisch machen. Hier habt ihr noch mal ein WC. Dann habt ihr hier noch mal extra ein Closet mit einem Bügeleisen und Bademänteln, alles inklusive. Und hier habt ihr noch mal richtig groß die Möglichkeit, auch Zähne zu putzen und euch morgens frisch zu machen. Und eure Flaumenschuhe aufzusetzen, ganz normal. Yes. Und wir haben jetzt noch was Kleines vorbereitet für euch. Und zwar, wenn ihr schon mal auf den Malediven seid, dann darf eine Sache nicht fehlen. Und die zeigen wir euch gleich unten. So, Freunde, und was die Ocean Suite ausmacht, ist die absolut große Terrasse. Wir haben eine Hollywood-Schaukel, auf der man sich einfach morgens einen Kaffee schon genießen kann. Dann haben wir echt eine riesengroße Fläche. Du kannst auf den Indischen Ozean schauen. Vor uns sind noch 2 oder 3 andere Inseln, auf die man Blick hat. Und hier sind wir, glaube ich, gerade in einer Sunrise Water Villa. Das heißt, es gibt Villen von der linken und von der rechten Seite. Je nachdem, wie die Sonne steht, könnt ihr euch dann gerne entscheiden, wollt ihr lieber einen Sonnenaufgang gucken oder wollt ihr lieber einen Sonnenuntergang schauen. Und hier den fantastischen Sonnenaufgang. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, natürlich sich am Tisch hinzusetzen für ein Käffchen oder wenn ihr mehr Bock drauf habt, ein bisschen in eine kleine Lounge Area euch niederzulassen. Es ist echt der Wahnsinn. Wie gemütlich ist bitte das Daybed? Das ist absolut der Hammer. Und jetzt muss ich auch noch mal kurz Stellas Kamera klauen, denn wir haben heute eine Besonderheit und jeder kennt diese Aufnahmen von den Malediven vom Floating Breakfast. Das durfte natürlich auch nicht fehlen. Wir wollten es euch auch einmal vorstellen. Stella zeigt euch mal kurz gleich, was es alles zu essen gibt. Die Option ist kostenpflichtig, das heißt, die ist nicht inklusive, aber ich sag mal so, einmal auf den Malediven sein und ein Floating Breakfast, das sollte wohl drin sein, oder? Auf jeden Fall. Was aber inklusive ist, ist, wenn ihr euch allgemein Room Service aufs Zimmer bestellt. Das ist inklusive für die Ocean Suite. Genau. Und Leute, wo fange ich an? Also es gibt für jeden etwas. Wir fangen mal bei den Getränken an. Wir haben Kaffee und dazu ein bisschen Milch. Dann haben wir Tee. So, weiter geht's mit den Getränken. Frisch gepresste Säfte. Ich glaube einmal einen mit Spinat, dann einen mit Erdbeeren, dann ein, ich weiß gar nicht, Passionsfrucht, glaube ich. Dann haben wir noch einen frischen O-Saft. Und weiter geht's mit dem Frühstück. Und zwar haben wir hier Spiegeleier, dann ein bisschen Wurst, hier haben wir frisches Obst. Dann haben wir sogar noch ein Omelett, wenn man es lieber möchte. Wir haben Joghurt und dazu ein paar Cornflakes, Waffeln, Pfannkuchen, so eine kleine Käseplatte mit Nüssen. Dann haben wir Marmelade und jetzt kommen wir zum Gebäck. Ihr habt frisches Brot, Toast, Croissants, Donuts. Und ich weiß auch nicht, ob wir das erzählt hatten, aber auf der Insel wird das Brot frisch gemacht. Das heißt, das wird nicht importiert. Und man merkt es, die haben italienische Köche, denn das Brot ist richtig, richtig lecker. Und ich würde sagen, zum Start hat man auch noch eine kleine Flasche Champagner. Das ist echt traumhaft. So kann man auf jeden Fall ein Frühstück starten, würde ich sagen. Sogar Lachs und also wenn ich alles esse, dann platze ich. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, was wir essen. Wahnsinn, oder? Hammer. Ich würde sagen, wir genießen das jetzt und schauen uns den Sonnenaufgang hier über dem Indischen Ozean an.
So, Friends, wir enden unseren Aufenthalt im Heritage Ara mit einer ganz speziellen Nacht. Und zwar haben wir hier ein Lobster Sizzling, das heißt Lobster All You Can Eat Barbecue Buffet. Hinter uns wird es gerade aufgebaut. Und ich glaube, besser hätten wir unseren Aufenthalt hier nicht enden können. Wie hat es dir denn gefallen? Erstmal, das wird doch deine Nacht sein haben. Oh, ich liebe Seafood, Leute. Und ich meine, come on, aus so einem wunderschönen Wasser kann nur leckeres Seafood kommen. Ich muss auch sagen, ich fühle mich absolut glücklich, erholt. Meine Highlights waren zum Beispiel auch ehrlich die Massage im Spa. Also es war wirklich ein Traum. Also ich bin einfach nur begeistert vom Essen, von den Leuten, von der Insel, Unterwasserwelt. Wow. Also ich muss sagen, das Heritage Ara bietet auf jeden Fall, und das ist ungekaufte Meinung, ein absolutes, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Du kriegst für dein Geld wirklich das absolut traumhafteste Essen und vor allem auch hier dieses Service mit deinem eigenen Ansprechpartner auf der Insel, wunderschönem Sandstrand. Also das haben wir selten so in All-Inclusive Resorts erlebt. Ja. Deswegen können wir es extrem empfehlen. Wenn ihr Lust drauf habt, klickt gerne unten auf den Link in der Beschreibung. So, Freunde, wir haben hier sogar eine richtig große Variation an Sashimis, an Sushi und richtig tollen Beilagen dazu. Wow, and here are the freshnesses from the sea. Look at those beauties. So what do we have here? We have a seafood kebab. Yes. And calamari and fresh tuna. Amazing. Yes. Wow. And lobster and prawns. That looks so, so delicious. Can't wait for that to cook. Yes. I think it's the best seasoning for lobster, like for your choice. Oh, for me, I like lobster with garlic butter. Yeah, for me too. Yeah. I love it. It's the Freunde, unser Lobster ist angekommen. Schaut euch dieses wunderschöne Prachtstück mal an. Wir haben zwei Lobster uns gegönnt. Und für diejenigen, die auch Seafood nicht mögen, wobei bei einer Lobster Night ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, gibt es aber noch Angus Beef und Lamm. Und es gibt aber auch noch Calamaris, Thunfisch. Und ich glaube, so vegetarische Alternativen gibt es aber auch, Leute. Also richtig. Es gibt Kartoffeln, Spaghetti, Aglio Olio, alles. Aber dann lohnt sich auf jeden Fall doch lieber zum Buffet zu gehen. Fall. Wir sind jetzt hier für da und es sieht echt fantastisch aus. Mega gespannt. Schöne Aufmachung auch. Wie gefällt es dir? Traumhaft, oder? Wirklich, ich finde das so schön mit den Lichterketten. Das finde ich richtig traumhaft. Ja, die haben das echt super schön dekoriert. Schaut mal, überall sind Lichter. Und wir genießen jetzt unseren Lobster.